Da sind wir wieder und wir sind immer noch auf Rishi, ja, und jagen immer noch Piraten. Oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Tanja, Ja, fass das mal zusammen. wie Graham das eben so schön zusammengefasst hat, nachdem wir dann den Ausführungen unseres metrosexuellen Schmuggers, namentlich Theron Shan, gefolgt Ja. sind wir auf Rishi gelandet. Und ja, hey, Was soll ich deinen davon Worten nach. halten, der? Ich kann die ganze Zeit mit dem flirten. Ja, und was du kannst, heißt noch lange nicht, dass du das auch musst, Nee, ne? haben wir ja auch nicht gemacht. Nee, außerdem bist du mit Lana genug beschäftigt. Und ich glaube, dass bei Lana nicht das Motto Sharing is Caring nicht so richtig ist. Lana, ach, das war diese, die Spionin, die Sith, die ganz Der Sith, nett war. mit dem du geflirtet hast, ja. So, was machen wir eigentlich mit diesen Revanitern? Bringen wir die einfach nur um oder machen wir die Bonus-Quest? Brauchst du noch? Also ich bringe die um, weil sie mir hier im Weg stehen. Ich weiß gar nicht, wir sollen nach oben. Ups. Mal wieder reinkommen hier. Aber die fallen alle relativ schnell um. So, und ich folge jetzt mal einfach ganz stumpf dem Weg hier nach oben, ne? Ja. Glaubt ihr, dass es machtsensitive Rishi gibt? Ich wette, die gibt es. Es wäre toll, einen Rishi Jedi fliegen zu sehen. Ja, das wäre unheimlich toll. Ach, und die sind wieder nett hier. Alles klar. Ja. So, hier in der Ecke ist er. Ich touche nur gerade noch das Wissensobjekt an. Ein Stein. Was gibt es Ja. Wissenswertes über einen Stein? Der Stein erzählt schon Wissenswertes über die Gegend. Was man so alles in einem Stein lesen kann. Er hat eine Seid Holzkrone. gegrüßt. Wir haben euch am Strand kämpfen sehen. Die anderen Fremdlinge waren sehr unfreundlich. Wir sind viel freundlicher. Seid ihr hier, um zu handeln? Braucht ihr eine Unterkunft? Fremdlinge sind bei uns stets willkommen. Ah, ich sehe gerade, ist das jetzt wieder ein anderer Char, den du gerade spielst, oder was? Ist ja furchtbar. Ja, das ist sehr freundlich. Danke für den herzlichen Empfang. Ich bin überrascht, dass ihr Fremden gegenüber so offen seid. Wir lieben fremde Besucher. Ihr habt so viele interessante Dinge zu erzählen. Er ist nicht der Schnellste. Dieser Ort ist wie eine Müllhalde. Ein Wie ganz können intelligente treuer Lebewesen nur hier Fremder. leben? Eure Sprache ist uns unbekannt. Bitte sprecht doch mehr. Oh, das ist nicht nötig. Ich kann hervorragend für uns beide sprechen. Erlauben Sie mir, dass ich Ihnen. Der andere Kopf kann auch sprechen. Und ich dachte, er wäre nur zur Zierde. Faszinierend. Ihr habt andere Fremdlinge erwähnt, die mich angegriffen haben. Was wisst ihr über sie? Nicht viel, fürchte ich. Sie gehen uns für gewöhnlich aus dem Weg. Es erscheint etwas unhöflich, aber wir wissen, dass unsere Sitten anders sind. Sie haben ein paar Lager auf der Insel und sie tragen unterschiedliche Farben. In manchen Lagern dunkel, in anderen hell. Aber sie arbeiten alle zusammen, so wie ihr. Revanita, manche von der Republik, manche vom Imperium. Ich glaube, ihr habt recht. Ich werte immer noch Terons dekodierte Nova Blade-Daten aus. Sucht diese Lager auf und stört sie so gut ihr könnt. Zum Auswerten ist später noch genug Zeit.
Ich finde es schön, euch an meiner Seite zu haben. Oh Gott, was hast du denn für eine Pornostimme mit dem? Aber ich glaube, ihr kommt auch ohne mich klar. Hier wird meine Hilfe dringender benötigt. Möge die Macht euch stets dienen. Glaub mir, mit einem Schmuggler, also der wenn der Schmuggler flirtet, das ist, ja. Also ein Gigolo ist nichts dagegen. Ein Gigolo ist nichts dagegen? So, jetzt betritt den nördlichen Bunker. Dann wollen wir mal zum nördlichen Bunker, den die Rivanita besetzt haben. Ja, also man kann hier wie immer auch noch Nebenquests machen. Ja, man muss man nicht. Bist du dir sicher, dass es da oben lang geht? Ja. Ja, ich muss auch hoch. Oh. Glaub mir, ich war hier sind ja relativ häufig. Ja, und warum bin ich dann zuerst da? Mehrere Wege nach Rom und so. Ah, die Rivanita leben also in Rom. So, so. Naja, also können auch in Athen leben. Irgendwie hängt diese Brücke ziemlich durch. So, das ist, glaube ich, der schnelle Weg. Oh, wir haben überhaupt kein Leben mehr. Ich gehe mal kurz in meine Darth Vader-Kugel. Jetzt erstmal langsam. Das ist aber ein gutes Stückchen hier. Alles nicht sehr klein gehalten. Warum sollte es auch? Also man muss dazu sagen, den Datacron, den man hier besorgen kann, das ist eigentlich auch eine sehr schicke Waffe. Auch eine wenn es sehr aufständig ist. Eine Waffe? Wir werden nicht nachgehen. Sache. Ach, Sache. Dachte schon. Man wirft mit dem Datacron oder so. Nee, du musst, Ups, ich bin schon hier reingegangen und kriege ein Gespräch. Eine Sekunde, ja, bitte. Ja, wie das immer so ist. Ja, ich habe doch keine Ahnung, was passiert. Nun gut, ihr habt uns wohl erwischt. Hm. Was werdet ihr tun, Jedi? Muss ich mir jetzt euer engstirniges Geschwafel anhören oder schwebt euch etwas Endgültigeres vor? Also, es gibt eigentlich keinen Grund zum Kämpfen. Für heute ist genug Blut vergossen worden. Meint ihr nicht auch? Wenn ihr das Blutvergießen wirklich beenden wollen würdet, wärt ihr auf unserer Seite. Wir haben geschworen, die Regierungen zu stürzen, die die Galaxis schon so lange spalten, und diesen Krieg zu beenden. Mit welcher Rechtfertigung stellt ihr euch uns in den Weg? Euer Verrat an der Republik hat Tausende von Leben gekostet. Alles nur, um den Worten eines einzelnen Wahnsinnigen zu folgen. Revan durchschaut die Lügen. Er weiß, wie die Galaxis zu retten ist. Hm. Vor was retten? Dem Krieg? Revan führt schon seit Jahrhunderten Krieg. Er ist besessen davon. Der Mann, dem ihr folgt, hat vielleicht versprochen, uns alle zu retten. Aber dabei ist ihm jede Manipulation und jedes Opfer recht. Was ist, wenn am Ende niemand mehr übrig ist, um gerettet zu werden? Ich weiß nicht. Was wollt ihr von mir? Ha? Warum erzählt ihr mir das alles? Ich glaube, ihr wollt das Richtige tun. Wenn ihr zur Republik zurückkehrt, ist es dafür noch nicht zu spät. Meint ihr das ernst? Einfach so? Nach allem, was passiert ist? Wieso nicht? Das ist verrückt. In Ordnung. Ich kann zwar nicht für alle sprechen, aber ich gebe der Republik eine letzte Chance. Wir folgen euch, Captain.
Danke. Für all das. Und viel Glück. Was war das denn bitte für ein Gespräch? Ey, ihr arbeitet für den Falschen. Geht gefälligst wieder zurück, ja? Und dann machen die das auch noch. Das ist einfach witzig. Es sind Republic Grunts. Was erwartest du? Ja, gut. Trotzdem, ich fand's sehr witzig. Ja, man hätte die auch einfach umnieten können. Aber ja, wir haben das per Konversation geregelt. Ja, man kann Dinge auch mal diplomatisch lösen. Ich bin ja Botschafter. Vielleicht habe ich das erste Mal was Richtiges getan. Ich habe nicht Leute umgebracht, sondern ich habe mal versucht zu verhandeln. Dass das geklappt hat. Hätte ich nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich hätte jetzt erwartet, der zeigt mir einen Vogel und sagt hier. Was bitte? Ja? Da hat mich irgendwer zurückgepult. Oh, das ist jetzt. Alles ist gut. Alles ist gut? Nadja ist also auch eine Optimistin. Ja, Nadja hat Optimismus gefrühstückt, auf jeden Fall. Alles ist gut, alles ist gut. Wo muss ich eigentlich lang? Das ist hier sehr verwinkelt. Nee, also. Ja, gefunden. Ja, weil da ging es einmal oben lang und einmal unten lang und. Naja. Ah. Oh, der sieht böse aus. Da wird das mit der Diplomatie nicht so klappen, bestimmt. Bei den ganzen Sicherheitsalarmen hatte ich mit mehr gerechnet. Bringen wir es hinter uns, Jedi, bevor noch mehr Zeit durch eure sinnlosen Störungen verschwendet wird. Probieren wir es mal, aber hier klappt es nicht. Es wurde schon genug Blut im Namen Revans vergossen. Wir können es beenden, wenn wir zusammenarbeiten. Ich fürchte, daran bin ich nicht interessiert. Ja, du siehst auch aus, als kämst du aus einem 80er Jahre Mantel- und Degen-Film. Ich versuchte jetzt gerade die Frisur und den Bart irgendwie. Oh. Ja, er macht ein bisschen auf Errol Flynn, das ist schon wahr. Jetzt erstmal langsam. Dass die dann immer noch mit mir kämpfen, obwohl ich den umgehauen habe, finde ich krass. Mutig, mutig. Naja, gut, es sind Imps, also. Die können nichts anders. Ich weiß jetzt nicht, was du für eine Lernfähigkeit von Impels erwartest. So, jetzt müssen wir wieder zurück ins Rishi-Dorf. Da kann ich mich ja hinporten. Dann geht das alles ein wenig fixer. Weil XP brauche ich nicht mehr. Da muss ich die Bonus-Quest gar nicht machen. Nee, ich wollte auch nur an das Stück Metall zum Looten dran und daran haben wir bitte nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich. Wir mussten sterben. Kann man halt nicht dulden. Nein, also das hier ist so ein bisschen Multifunktions-Quest, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man halt Impel ist, dann ne, nimmt man halt die Leute mit, die wir gerade umgebracht haben. Wobei man sagen kann, wenn man die gute Option wählt, muss man mit den Reps nicht kämpfen. Hm. Bin ich jetzt in deiner Instanz? Bin verwirrt. Nee, ist meine.
die Lana. Ihr seid zurück. Die Rishi haben uns von Störungen in den Lagern erzählt. Ich habe mich um beide gekümmert. Theron wird in einer anderen Revanita-Festung in der Nähe festgehalten. Wissen wir etwas darüber? Die Anlage im Tal? Wir haben selbst gerade erst davon erfahren. Die Rishi sprechen von einigen Raumschiffen, die in der Umgebung versteckt sind. Revans Flotte. Genau. Und laut den Nova Blade-Datenaufzeichnungen schreitet sein Plan rasch voran. Imperiale und republikanische Flotten nähern sich bereits. Das sind nicht nur kleine Patrouillengruppen. Beide Seiten haben ihre mächtigsten Kriegsschiffe versammelt. Sie werden von Darth Maar und Satil Shan angeführt. Hm. Die wichtigsten Anführer für einen entscheidenden Kampf. Revans Täuschungen waren sehr effektiv. Was wissen wir über die Revanita-Anlage? Ups. Sie scheint die primäre Operationszentrale auf Rishi zu sein. Starke Sicherheitsmaßnahmen und es führt nur einen Weg hinein. Wenn wir es irgendwie schaffen wollen, Theron zu retten und diesen Flottenkampf zu vermeiden, müsst ihr sie frontal angreifen. Dann werde ich genau das tun. Wir helfen euch so gut wir können. Möge die Macht euch stets dienen. Ja, ja, Lana... So, dann wollen wir mal Theron befreien, ne? Der kriegt ja eh nicht selbst geschissen. Das kann man jetzt so auch nicht sagen. Und dazu müssen wir nach Norden. Ich finde aber, es sieht ganz hübsch aus hier, ne? Mit dem Fluss, dieser felsigen Gegend, dem Wasserfall. Sache ist ja nicht die neueste Grafik, aber trotzdem, sieht ganz, ganz süß aus. Ja, gut, auf der anderen Seite, was willst du mit der komplett neuesten Grafik in einem MMORPG, wo du halt einfach auch mal Gegenden hast, wo viele Leute unterwegs sind und wo du vor allen Dingen mit vielen Leuten unterwegs sein musst? Ja, ja, das stimmt schon. Ich meine, das machen ja einfach nur die älteren Rechner dann nicht mehr mit. Ne? Ja. Ist leider nicht das neueste Modell. Ich habe keine 3 Grafikkarten. Auch keine Wasserkühlung, die kaputt gehen kann. So, hier, das sieht so aus, als ob wir hier hin müssten. Ja. So, ein Kriegsschiff ausschalten. Das ist ein Kriegsschiff. Das ist ja ein riesiges Kriegsschiff. Wahnsinn. Hier hat sogar schon jemand für uns vorher aufgeräumt. Das ist auch sehr nett. Jetzt erstmal langsam. Ja, nicht wirklich. Naja, die Wachen waren tot. Mhm. Also jetzt nicht die. Hui. Hier sind schon wieder tote Wachen. Hast du das auch bekommen oder nicht? Nee, ich hatte noch die Wachen am Hintern, die die hinterher geschwebt sind. Na, dann warte ich mal beim letzten. Ich bin stärker, als ich dachte. Na dann. So, ich mach schon mal den Weg frei hier. Mhm.
ein Kommunikationsterminal und aktiviert es. Alles klar. Das aus der Entfernung zu hacken. Dann machen wir das doch mal, Lana. Das Kommunikationsterminal ist wieder 60 Kilometer weiter unten. Wer hätte es gedacht? Ja gut, also hier, wo willst du denn hier ein Kommunikationsterminal haben? Ist es eine Zeltstadt? Habe ich nicht mein Telefon dabei? Ist das nicht auch ein Kommunikationsterminal? Nein, du musst ja in deren Kommunikationsterminal reinslicen. Mann, Mann, Mann. Na. Hä? Ja, und das meine ich. Das ist jetzt hier wieder beim zweiten Schiff. Ah. Kloppt. Niemand verletzt meine Freunde. Oh. Na dann. Und drin. Dank Terons Spielzeugen ist diese Hackerei einfacher, als ich dachte. Ach. Könnt ihr verlässliche Daten über seinen Aufenthaltsort finden? Mal sehen. Hier. Aufgezeichnete Verhöre. Inklusive Koordinaten. Ich übermittle sie gleich. Was ist mit Revan? Zu ihm gibt es keine Informationen. Ich rate zur Vorsicht. Die haben ihn bestimmt versucht zu foltern und haben dann rausgefunden, dass Teron eigentlich auf Foltern steht. Hm? Haben deswegen nichts aus ihm rausbekommen. Mhm. Nein? Gut. Ich glaube nicht. Nein, wieso nicht? Soll ich meine eigene machen, oder? Ich glaube schon, ja. Okay. Sicher ist sicher. Ups. Hallo. Das sind beides so Minis. Oh, und er fegt da, der Techniker, den will man gar nicht umhauen. Ach, den hätten wir gar nicht umhauen müssen. Ah, egal. Ich weiß nicht, von wem du redest. Da stand ein Typ, der hat gefegt. Ihr habt euch lange genug. Wenn man die Hilfe umhauen musste. Hast du eine interne Abneigung im Hauskeeping oder was? Nein. Mhm. Ich sagte ja, ich habe Problem damit, jemanden einen Feger umzuhauen. Wenn der gerade fegt, das ist ja nicht fair, ne? Ist ja nur ein Besen als Waffe. Der Plan bleibt bestehen. Mhm. Alles leer? Ah. Der gute alte Noch Revan. So ein sinnloser Angriff. Wo ist Teron? Wir hatten ein paar sehr interessante Gespräche. Mein Eigenfleisch und Blut, völlig blind für die Opfer, die ich gebracht habe. Ich habe jahrhundertelang darum gekämpft, die Galaxis zu erhalten. Zukünftige Generationen vor dem größten Übel zu beschützen, das es je gegeben hat. Und ihr alle könnt das nicht sehen. Sprecht ihr von den Sith? Von der dunklen Seite? Die Jedi haben sie schon oft besiegt. Wir brauchen eure skrupellosen Manipulationsversuche nicht. Oh doch.
Ihr weigert euch nur, es zu sehen. Ihr seid hier. Kommt schon, wir müssen gehen. Schnell! Theron? Ihr seid ganz alleine entkommen. Wenn ich doch nur mehr Zeit gehabt hätte, um euch die Augen zu öffnen. Er hat einen Signalstörer, der jegliche Raumschiffkommunikation im Rishi-System verhindert. Die Flotten werden quasi direkt nebeneinander aus dem Hyperraum kommen. Keine Koordination. Saboteure in jeder Crew. Das gibt ein Massaker. Und endlich wird das Feld von allen Ablenkungen befreit. Selbstzerstörungssequenz. Schnell, wir müssen los. Ich weiß immer noch nicht, was sein ultimatives Ziel ist, aber gut. Weil er ist ja nicht unbedingt hinter einer Macht her, oder? Nein. Der hat jetzt aber wirklich schon mehrmals gesagt, was er denn machen will. Also angedeutet. Gesagt. Ja, er will die Republik und das Imperium wegmachen. Nein. Auch nicht. Nein, dann hat er das noch nicht gesagt. Ja, doch, dass die wegkommen, das ist eher so, eine Notwendigkeit. Nennen wir es doch mal so. Ja, aber für was? Warum? Weshalb? Was ist der tiefgehende Grund, warum er die weghaben will? Naja, also er war jetzt ein paar hundert Jahre der Gefangene vom Imperator. Na gut, dann hat er Braster auf dem Imperator. Ja, er hat die Republik ja nichts mit zu tun. Hm. Das kann man jetzt laut seiner Logik nicht so sagen. Also nur Rache oder was? Nein. Wie simpel. Hallo? Ist alles in Ordnung? Ja. Habt ihr die Selbstzerstörung abgeschaltet? Stimmt, du hast dir das Marschsprunggefängnis. Eine Sekunde. Ich habe ein Monster geschaffen. Ihr solltet schleunigst zurückkehren. Die republikanischen und imperialen Flotten werden bald eintreffen. Ich mache mich sofort auf den Weg. Wir treffen uns dort. Ich muss auf meinen Rückweg noch ein paar Sachen mitnehmen. Ja, mach mal. So. Nein, Malstromgefängnis habe ich nicht gespielt. Das erklärt es dann. Also, es ist dann halt einfach mal so, du befreist ja Revan in diesem Gefängnis. So. Und er sagt dir da ja auch ganz deutlich, und auch diese Jeditus, die dir bis dato da ja immer geholfen hat, auf Taral, falls du dich entsinnst. Mhm. Erstens sagt sie dir, warum Revan befreit werden muss. Und zweitens ist er ja auch relativ entsetzt, wenn man ihn befreit. Weil er halt eben der Meinung ist, dass er der Einzige ist, der den Imperator bis dato in Schach gehalten hat und den, wie nannte er das, All Out War einfach verhindert hat. Also führt er jetzt Krieg, um Krieg zu verhindern. Das macht doch auch keinen Sinn. Also das ist doch auch bescheuert. Nee, er führt jetzt nicht Krieg, um Krieg zu verhindern, sondern er ist halt einfach der Meinung, dass der Imperator ausgeschaltet werden muss. Hat er ja recht. So. Aber den hat doch der Jedi Knight schon ausgeschaltet, also der Jedi-Ritter von der Story. Glaubst du nicht wirklich? Also bitte, du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass er so einfach umzubringen ist. Keine Ahnung. Also wenn der Imperator Revan hunderte von Jahren dann ist der alt, ja, ich weiß. Eine Sekunde bitte. Ein Angriff aus der Luft ist der labert hier. Die Luftabwehr ist viel zu stark. Ach so, die aber Folter hat euch den Verstand geraubt. Zählt das nicht? Welche anderen Optionen haben wir? Ich glaube, ein Bodenangriff ist unsere einzige echte Chance, den Störer auszuschalten. Überlass das mir. Wie immer. Perfekt. Wir arrangieren den Transport für euch.
Ihr müsst schnell sein. Die Flotten werden jeden Moment aus dem Hyperraum kommen. Je länger wir warten, desto... Je länger wir warten, desto mehr verlieren wir. Tut's dir weh? Wir werden den Störer rechtzeitig ausschalten, Theron. Konzentriert ihr euch darauf, wieder gesund zu werden. Ich wünschte, das könnte ich. Ich muss erst noch die letzten dieser Novablade-Dateien hacken. Sie enthalten Daten zu jedem einzelnen Schiff, das von den Revanitern infiltriert wurde. Sobald die Störung behoben ist, müssen wir alles übertragen, was wir haben, um die Flotten davon zu überzeugen, das Feuer einzustellen und die Revaniter in der eigenen Crew festzunehmen. Eine Sache noch, da Lana gerade nicht hier ist. Passt auf euch auf. Ich glaube so langsam, dass mein kleiner Besuch bei den Revanitern ihre Idee gewesen sein könnte. Ihr glaubt, sie arbeitet für die Revaniter? Nein, aber ich glaube auch nicht, dass sie alle Karten auf den Tisch gelegt hat. Also, seid einfach vorsichtig, okay? Ich werde wachsam bleiben. Gut, und jetzt genug verschwörerisches Gerede. Geht da raus und schaltet diesen Störer aus. Wäre es nicht sinnig, von vornherein überhaupt einem Sith mit ja, ein bisschen Verstand zu begegnen, als ihm einfach so zu glauben? Ich meine, er ist ja nur... Ja, bei den Leuten, die ich da getroffen habe, die ganzen anderen Sith und Sith. Ach, es ist ja nicht so, dass sie denen nicht mit Verstand begegnen. Es ist halt einfach nur so, dass, ja, Lana kommt halt als sehr vertrauenserweckend rüber, ne? Das stimmt. Wo willst du hin? Auf den Steg, da wo du auch hin willst. Ich habe gehört, ihr braucht ein gutes Schiff. Also, ich habe zwar kein gutes Schiff, dafür aber ein großartiges. Ja, das macht Sinn. Die mögen dort keine Besucher, wo ihr hin wollt. Ich bringe euch also so nah ran wie möglich, aber ich werde nicht mein Leben riskieren. Ja, Einzelspieler, Flashpoint, schweren Modus. Einzelspieler. Ein Einzelspieler. Schon okay. So, das wäre jetzt hier aber ein Zeitpunkt, um eine Pause zu machen, ja. Ein Flashpoint, sozusagen. Gut. Ja. Dann machen wir hier auch einen kurzen Cut. Und ja, dann machen wir gleich den Flashpoint. Mhm. Höchstwahrscheinlich dann eher in der nächsten Folge. Ja, er lädt noch. Egal. Ich sag hier schon mal Tschüss und bis gleich. Tschüss.